Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Wir sind hier am 8. Tag des Herbstes. Hallo Hunti. Und ich würde mal sagen, wir können zuerst mal ein bisschen mit Hunti spielen. So, komm her, zack. Sollten wir auch machen, weil dann würde darin besser. Ich glaube sogar das Mager, also im Sinne von Herzen dann. Ich glaube, das gefällt ihm sogar. Außerdem ist es süß. Außerdem würde er dann besser und wenn er groß ist, können wir mit ihm dann eben mit der Frisbee spielen. Und dann ist das jetzt schon mal Training. So. Und jetzt! Fang mich! Na komm! Fang mich! Mich kriegst du nicht, mich kriegst du nicht! Ha, Fitte! Ich geh so rum, doch nicht. Ah, verdammt. So. Hast du gut gemacht, Jack. Komm, geh mal raus. Oh, hi. Hi, Spike. Morgen um 10 Uhr ist das Erntefestival. Jeder bringt etwas für den großen Topf mit. Bring etwas Gutes mit. Bis dann. Ich hab nichts. Das ist mir scheißegal. Bring was mit, aber ich hab nichts. Dann bring deinen Hund mit. Okay. So schnell kann es gehen. Hast... Oh. Oh. Die Süßkartoffeln sind schon fertig? Wow. Ich bin gerade echt überrascht. Muss ich sagen, ich bin gerade echt überrascht. Das ging jetzt schnell. So. So, da la, und dann hier noch. So. Ah, wunderbar. Okay. Dann wird mal kurz gemolken. Du noch? Wunderbar. So, und dann du noch. Und jetzt müsste ich alle haben. So, na komm. Ah, jetzt habe ich es. Okay. So, wo ist das? Vielen Dank. Dankeschön. Sehr schön, habe ich... Ich habe nur zwei Schafe, oder? Ja, ich habe nur zwei Schafe. Okay. Sehr schön. So, hallo, mein liebes Eponalein. Hoffe, dir geht's gut. So, ja, hier kann ich dann heute weitermachen. Das ist... Dann kann ich eigentlich das hier schon mal ein bisschen... ernten. Ah, gibt es doch mehr zu ernten, als ich dachte. Ich habe mehr Süßkartoffeln ausgesät, als ich dachte. Gut, dann muss ich halt heute den Erntewichtel engagieren. Zum Ernten. Den Erntewichtel zum Ernten. So. Für Aqua habe ich was da. Dann habe ich hier was für Chef. Der kann weg. Wobei, eigentlich kann ich den Honig auch Chef geben. Weil Chef mag mich ja mittlerweile, mag mich ja noch am wenigsten. So. Guten Morgen, meine lieben Hühner. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt ihr alle gut geschlafen? Du auch, Gott? Ja, ich schlafe in deinem Hühnerstall. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So. Gehst du mal hoch, bitte? Ich glaube, du stehst auf einem Ei von mir. Nein, tust du nicht, okay. Klingt auch irgendwie komisch. So. Und einmal noch und dann wäre das auch schon erledigt. Ah, wunderschön. Wunderschön. Okay. Wo ist... Da ist, okay. Dem habe ich noch nichts geschenkt. Hey,
So. Okay, hier ist nix. Da ist was. Ja, wir wollen jetzt natürlich dann auch dafür sorgen, wenn ich jetzt hier schon alles aussehe, dann soll es natürlich auch überall unkrautfrei sein. So und so. Okay. Schön. Dann gehen wir jetzt mal kurz hoch, denn ich muss einen Wein kaufen. Muss ja noch kurz einen Wein kaufen. So, guten Tag. Kaufen wir gleich 5 Stück. Weil ich glaube, den Wein kann ich ja jetzt ohne Probleme im Kühlschrank lagern. Da muss ich jetzt nicht jeden Tag hier hochgehen, wegen Zeit und so, sondern dann passt es so. Ah, endlich, ich kann was bei dir essen. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, ich werde hier einen kurzen Schnitt machen. Werde meine Angel nehmen und dann hier mal kurz ein bisschen meine Angel verbessern. Und wenn die mal ziemlich gut ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, meine Freunde, ja, fertig. Das hat mich jetzt eine ganze Stange Geld gekostet. Ich bin jetzt nur noch bei 18.000, ich war vorher bei 30.000. Das hat mich jetzt eine ganze Stange Geld gekostet, aber ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Ich habe mal kurz die Angel auf Fertigkeit mit Drill hoch und auch den Hammer. Also ja, das kann sich jetzt sehen lassen. Die Axt ist ja schon im Laden, wird ja schon verbessert. Ich kann danach also in Ruhe noch meine anderen Waffen verbessern. Also ja, es hat schon seine Daseinsberechtigung gehabt. Auch wenn es jetzt gerade sehr, sehr teuer war. Aber ja, das Geld kommt ja wieder rein. Das war es mir wert, ehrlich gesagt. Das Geld kommt ja auch wieder relativ zügig rein. Warum kann ich jetzt eigentlich... Ah, ja, genau, wegen dem ganzen Wein. Da war ja was. Ich habe den ganzen Wein dabei. Ja, einen davon werde ich jetzt dann Karen schenken. Und einen Apfel kann ich jetzt... Ja, den hole ich dann nach, weil ich schenke jetzt erstmal einen Apfel dem guten Stay. Und dann habe ich ja eh wieder einen Platz frei. So. Bitteschön. So, ich habe dich erwartet. Kannst du helfen? Du sollst ernten und das sollst du bitte eine Woche lang machen. Danke. So. Wunderbar. Dann kann ich jetzt eigentlich hier so irgendwie eine Sequenz, die vielleicht getriggert wird? Nö. Hätte sein können. Sequenz, die getriggert wird? Nö. Noch ist Karen ja nicht da. Warten wir bis 1. Jetzt. Jetzt ist sie da. Ah, da ist er. Was soll eingepackt werden? Ja, pack doch mal bitte hier den Wein ein. So. So, mein Engelchen, bitteschön. Ach, ist Karen nicht toll. Okay. Damit hat schon mal viel geschafft. Dann können wir jetzt eigentlich zurück zu uns auf die Farm. Sequenz hier? Nö. Hier auch keine Sequenz? Nö. Es gibt so viele Sequenzen, aber ich weiß gar nicht, wie ich sie alle trigger. Das ist das Problem. Aber ist halt dann so, ne? So, donnerstags hat der eh zu, der Saibara. Morgen hat er auch zu, weil Feiertag ist. Das bedeutet, am Samstag kriege ich meinen Zeug. Das ist ja auch schon mal was. So. Jetzt haben wir hier schon mal viel geschafft. Kühlschrank, du wirst gleich beladen. Zack. Erstmal der ganze Wein da rein.
Und wenn ich mich nicht irre... Ah. Also doch nicht. Schade. Ich dachte, ich kann die Frisbee-Scheibe nämlich reinschmeißen. Hätte ja sein können, ne? Dass das Spiel nicht so weit denkt. So, ich denke mal, da werde ich heute ein bisschen aushelfen müssen beim Gießen. Vermute ich jetzt einfach mal stark. Die werden nicht alles auf einmal schaffen, wenn ich jetzt nachträglich noch irgendwas mache. Aber sehen wir ja dann. Zack. So. Und immer schön so weiter. Wunderbar. Hundi, geh da weg. Geh da weg. Ich muss arbeiten. So. Alter, ich habe heute so viel zu tun. Der ist heute nur noch am Arbeiten. Der tut mir so leid. Oh, hier ist ja immer noch was. Ja, ist kein Problem. Werde ich dann alles noch ernten. Alles kein Ding. Werde ich es halt heute nicht verkaufen, sondern dann morgen. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Das Geld brauche ich ja nicht so dringend. So. Und dann passt da genau noch ein... Ja, da passt genau noch so ein Feld hin. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. So. Wunderbar. Das klappt alles gerade ganz gut. Und zack. Wunderbar. Wie viele Felder denn noch? Meine Güte, ist meine Farm groß. Ah, da ist schon, da kann jetzt hier das letzte gemacht werden. Schön. Und dann kann das alles ausgesät werden. Oh, dann wird das richtig Kohle geben, ey. Hundi, geh da mal weg. So, jetzt muss ich erstmal noch ernten. Hacke, wo ist meine Hacke? Da. So. Und wo ist mein Korb? Da. So. Oho, die sind anscheinend schon mit allem fertig, bevor überhaupt Feierabend ist. Das ist interessant. Das ist interessant, weil die haben nämlich ab morgen viel mehr zu tun. So. Das würde jetzt noch ein bisschen dauern. Erstmal alles aussehen. Ja, ist gut. Ich weiß, dass du relativ erschöpft bist. Du hast heute auch viel getan, mein Bester, beim besten Willen. Du hast heute sehr viel getan. Und du hast dir deine Pause dann noch wirklich verdient. Alter, den habe ich heute geschunden. Der tut mir schon so ein bisschen leid. So. Fertig. Okay. Hä? Achso, ich habe kein Wasser mehr. Ungudi. So, jetzt müssen wir aber das... Ich will es noch fertig machen, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, es ist schon spät, aber ich will das jetzt noch fertig machen. Wenn ich jetzt so gieße, habe ich nichts davon, oder? Ja, das soll einfach rot werden und dann passt es. So. Schön. Und dann hier noch. Oh Gott, jetzt hat er schon Kopfweh. Das bedeutet, er ist kurz davor, dass er blau wird. Na gut, dann ist es halt jetzt so, ne? Dann machen wir die beiden Felder noch und dann ist Feierabend. So, jetzt ist Feierabend. Wir haben genug getan für heute. Wo ist denn mein Korb?
Der müsste jetzt hier wahrscheinlich da sein, genau. Kann ich das ganze Zeug da drin jetzt noch verkaufen und dann ist Sense für heute. So. Der hat heute auch wirklich mehr als genug getan. Der hat wirklich mehr als genug getan. Wunderbar, immer noch strahlender Sonnenschein. Perfekt. Ist ein Brief drin? Nein. So, meine lieben Erntewichtel, guten Morgen. Ihr habt heute sehr viel zu tun. Oder besser gesagt, ab heute. Wo ist meine Bürste? Ah, habe ich jetzt die Bürste abgelegt? So, jetzt will ich mal kurz... halt, das war der falsche Knopf. Das ist der richtige. Farmkarte. Ja, du. Ja. Ja. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Ist okay. Kann sich definitiv heute sehen lassen. So, dann nehme ich dich mit. Am nächsten Tag sollte ich dann die Axt bekommen. So, jetzt nehmen wir den Honig noch und dann können wir den Apfel verkaufen. Und dann können wir jetzt eigentlich schon mal... Hey, lauf nicht weg, ich hab was für dich. Schön. So. Dann kümmern wir uns jetzt... Alter, wie der jetzt schon kaputt ist, weißt. Er hat nicht viel geschlafen. Oh, der Hühnerstall ist fertig. Sehr schön. Das ist cool. Zack. Ja, jetzt bekommen wir so eine zweite Brutstation. Das finde ich ziemlich geil. Denn so können wir jetzt nämlich in Ruhe... Zack. Brauche ich keine Hühner kaufen. Ich brauche keine Hühner kaufen, weil ich lege jetzt einfach zwei Eier da rein. Und dann passt es schon. So, sehr schön. Dann wäre das schon mal geschafft. Dann einen wunderschönen... Oh, Mäme, was ist los mit dir? Hä? Hä? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass ich gestern vergessen habe, euch zu füttern. Oh nee, habe ich jetzt ernsthaft vergessen, euch zu füttern? Oh Gott, das tut mir leid. Wenn jetzt irgendwas anderes wäre, dann wäre vielleicht nur einer krank, aber einer unglücklich. Aber es sind alle unglücklich. Ich glaube, ich habe echt vergessen, euch zu füttern. Oh nein. Das tut mir jetzt leid. So. Da, jetzt dürft ihr gleich mal was essen. So. Sind die alle unglücklich? Das ist nicht schön, weil es geben sie auch keine Milch, aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Weil... Oder die geben doch dann keine Milch. Können wir ausprobieren. Doch! Okay. Sie geben trotzdem Milch, okay. Dann... Immerhin das schon mal. Weil das macht sie dann nochmal glücklicher, wenn... Ah, teilweise geben sie Milch, teilweise nicht. Random einfach. Ja, dann ist das Milchgeben halt relativ random. So, da brauche ich nichts mehr. Wunderbar. Dann kann ich jetzt eigentlich zu meinem Pferd. Zu Epona. Epona darf auch mal groß werden. Guten Morgen, Epona. So, ich werde euch jetzt erst einmal absichtlich noch nichts helfen, weil ich sehen will, wie die vorankommen.
ob sie es zu zweit bewältigen können. Oder ob ich dann tatsächlich einen dritten brauche. Wobei, dritter wird nicht nötig sein, weil es ist ja nur für kurze Zeit so. Hallo, Hunti. So, wo ist das? Heute ist eh alles zu. Das bedeutet, Karen werde ich jetzt heute eh irgendwie nicht treffen. Also, okay. Und, ja. So, die Axt ist gerade noch beim... bei Saibara. So. Er ist jetzt eigentlich oben beim... Ist überhaupt jemand hier oben? Nein, keiner bei der Quelle. Hätte auch sein können. So. Eigentlich kann ich gleich ja mal... So, Hacke, wo ist meine Hacke? Da. Ich kann nämlich gleich mal hier rein und Mithril holen. Dann kann ich nämlich meine Hacke noch verbessern. Meine Hacke sage ich schon, meine Axt, genau. Meine Angel und mein Hammer. So, und ich merke schon, das war wahrscheinlich keine allzu gute Idee, jetzt in die Mine zu gehen heute, weil der ist ziemlich kaputt, der Kerl. Was ja auch irgendwie verständlich ist. Ich kann es ihm nicht verübeln. Und nee, das hat heute wirklich... Ich merke schon, das hat keinen Sinn. Ich kann jetzt schauen, dass ich so tief wie nur möglich komme. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt so tief kommen werde, dass ich Mithril bekomme. Ich weiß ja gar nicht, ab welcher Ebene ich Mithril bekomme. Es wäre schön, wenn ich ein schwarzes Gras finden würde. Das würde jetzt extrem helfen. Ja, immerhin schon mal Gold. Das ist ja schon mal was. So, also ich denke mal, hier bekomme ich definitiv schon Mithril. So, ja kommt schon. Nee, ich krieg noch keins. Oh nein, jetzt ist es soweit. Ja, ganz toll. Hat keinen Sinn. Ich habe keinen Bock, dass ich hier zusammenbreche. Schade. Schade, schade, schade. Naja, muss ich halt morgen in die Mine nochmal gehen. Ist ja kein Problem. So, es ist dann morgen meine Axt auch fertig. Das ist schön. Dann kann ich ordentlich Holz hacken. Sollte dann relativ fix gehen. Dann lade ich einmal auf und der Holzbalken ist weg. Das ist gut. Und einen Hammer will ich ja auch noch auf Maximum. So. Okay. Na, bei euch will ich jetzt eigentlich noch nichts helfen. Aber ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Heute helfe ich noch. Wobei ich eh nicht viel helfen kann. Weil ich ja eh halb tot bin. So,
Ah, okay. Es wäre schön, wenn ihr ein bisschen schneller arbeiten würdet, meine lieben Erntewichtel. Ihr habt nämlich noch eine ganze Menge zu tun. Und ich auch. So. Aber ich helfe ja auch. Aber heute kann ich halt nicht so viel helfen, weißt du? Mein Typ ist halt krank. Der ist halt tot. Der hat auch nicht wirklich viel geschlafen, der hat auch gestern wieder in die Puppen gearbeitet. Hier, so gießt man, meine lieben Erntewichtelfreunde. So. So und nicht anders. So. Ich denke mal, jetzt schaffen die das. Ah. Jetzt bin ich schon blau. Ja, okay. Ist halt so. Bin ich jetzt nicht wirklich begeistert von. Muss ich zugeben. Aber es ist halt jetzt so. Das bedeutet, ich werde morgen auf jeden Fall verschlafen. So viel ist auch sicher. Naja, jetzt ist es halt so. Wir müssen auf Karen aufpassen. Letztes Jahr hat sie Schokolade reingetan. Hi Spike, hast du etwas Leckeres von der Farm für den Eintopf mitgebracht? Erzähle auf... Oh, heute hast du gar nicht mehr so viel geredet. Die Reste kann ich heute zum Abendbrot essen. Dann brauche ich nichts zu machen. Na, Karen? Ich habe Marmelade gebracht. Ich hoffe, es gibt den Eintopf guten Geschmack. Es sind so viele verschiedene Dinge, bla 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 bla. Wie scheint, hast du nichts, du solltest es mitbringen. Ich hab nichts. Es ist alles außer Kontrolle. Hey, ihr alle, stopft nicht alles auf einmal rein. Du da, geh zurück. Was macht der Fisch hier? Hab... Wieso hat Anne ein lila Herz? Ja. Okay. Ja, ich hab halt nix. Nimm ich halt hier so ein blaues Gras. Bist dann zufrieden. Erstmal eins essen, damit ich nicht mehr, damit ich selbst nicht mehr blau bin. Bist du denn mit dem blauen Gras zufrieden? Natürlich. Hier, schau. So, bitte. Passt doch. Hattest du Spaß? Manchmal macht es Spaß, mit allen zu essen, ne? Auszusehen habe ich die ganze Marmelade hineingetan. Ich hab sie später heimlich rausgenommen. Ja. Oh, ich hab wieder zu viel gegessen. Ich finde es toll, dass Anne jetzt übrigens ein lila Herz hat auf einmal. Alles, was ich mache, gelingt so gut. Wenn du das sagst, dann tschüss. Okay. Wie sieht's aus, meine Erntewichtelfreunde? Ja. Ha. Ihr habt nicht so viel getan, wie ich wollte. Oder wie ich gehofft habe. Ich vermute mal stark, dass die das nicht schaffen. Zu zweit, das ist zu viel. Das ist zu viel. Oh, jetzt bin ich schon wieder blau. Und ich dachte, der Eintopf hat mir genügend Energie gegeben. Naja, ich muss sowieso ins Bett. So, 8 Uhr. Schlafenszeit. Jetzt darf der erstmal ordentlich pennen.
So. Jetzt, wo du Wichser aber 12 Stunden gepennt hast, da wirst du doch jetzt wohl voll Energie haben. The Home Shopping Europe! Regal! Endlich! Ja, danke, dass du sagst, endlich kannst du verschiedene... wie viel? Was interessiert mich das, wie viel? 2500 nur? Cool. Das ist cool. Ein Regal ist wichtig. Ah, alle gesund, 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 gesund. Ja, so. Oh, da ist eins noch traurig. Das ist ungut. Aber sonst... Oh, nein. Oh, nein. In einem wahren Orgasmus schlecht geplant. Dass ich ausgerechnet jetzt alles aussehe. Oh, je. Morgen müssen die wieder unbedingt arbeiten. Naja. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal haben wir sehr viel zu tun. Sehr, sehr viel. Ein bisschen sehr viel mehr, als ich eigentlich geplant habe. Aber ja, ist halt jetzt so, würde ich jetzt mal sagen. Wir werden uns als erstes um die Viecher kommen und dann erstmal alles gießen. Das wird jetzt nämlich eine ganz schöne Zeit lang dauern. Eine ganz schöne Zeit in Anspruch nehmen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Harvest Moon Friends of Mineral Town für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.